As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Martin, mein Name, Folge 34, Markov the Ninja. Und ich muss zu meinem Entsetzen gerade feststellen, wir haben hier eine Level-Auswahl. Darauf möchte ich aber an dieser Stelle nicht weiter eingehen, sondern läute das nächste Spiel ein. We're almost there. When you meet your friends, your master, will you be ready? Here we are. I don't think anyone will be pleased to see us. Dringe in Hisumujo ein. Okay, bleibt unten. So viel zum Lesen. Werfen wir einen Blick auf unsere Ziele. Dringe in Hisumujo ein, ja? Bleib unentdeckt, bis du deine Ausrüstung zurückgeholt hast. Ah, zum Glück. Ich freue mich, wenn ich mein Schwert wieder habe. Töte geräuschlos 3 Halluzinationen in weniger als 15 Sekunden. Okay. Töte geräuschlos aus einem Versteck heraus, nachdem du mit Abgeklärtheit reingegangen bist. Boah, das wird ja immer aufwendiger. Aber okay. Wo ist unser Ziel? Da scheint wieder so ein Riesending zu sein. Oder es wird mir nicht angezeigt. Okay, es scheint sehr groß zu sein. Gut. Da können wir natürlich nicht entlang. Wir haben nämlich an immer noch unsere Ausrüstung nicht. Guck mal, was hier los ist. Irgendwie nicht viel, kann das sein? Dann nutzen wir doch die Gelegenheit. Du folgst mir offenbar. So, entschuldigt den kurzen Schnitt. Mich hat es leider aus dem Spiel rausgeworfen. Glücklicherweise nicht komplett, sondern dass ich hier nochmal alles aufnehmen musste. Moment, du sollst da hoch. Direkt ins Licht. Und dich kriegen wir nicht kaputt. There's the secret entrance. Remember the key. Hidden in light, shown in shadow. Okay. Ich möchte erst noch hier oben gucken, ob da eventuell was ist. Da kommen wir ja her. Nein, da hätten wir entlang gehen können. Da komme ich gar nicht hoch. Moment. Ah nein, das geht nicht. Seht ihr? Das erklärt natürlich einiges, was ich vorhin an Fragen hatte. Und hoch. So. Okay, sichtbar im Licht, versteckt im Schatten. Ja, das ist natürlich nice. Ein interessantes Feature. Die Distanzen sind natürlich auch kein Problem mit dieser Fähigkeit. Da unten war nichts mehr, oder? Nein. Sehr schön. Ist da oben eventuell noch was? Ich weiß nicht so recht. Werfen wir einen kurzen Blick hin. Okay. Offenbar nicht.
Nein, da kann ich tatsächlich auch nicht mich hinpushen oder so, wie auch immer. So, dann geht das hier rein. Ich guck nochmal auf die Karte. Okay. Da ist unser Ziel. Nein, Quatsch, das ist nur die Markierung. Sag mal, ist es dein Ernst? So, jetzt hier. Gehst du wieder runter? Ja. So. Das ging reibungslos. Junge, machst du Lärm, hey, machst du Lärm. Naja. Lichterrätsel stehen an. Naja, so in etwa. Was ist denn das für ein Lärm? Was passiert ja eigentlich? Licht geht an. Okay. Beide Lichter gehen an. Wie es aussieht. Nein, nein. Du sollst das hier drehen. Nicht, dass ich da am Ende noch eingeschlossen bin. Das würde ich nicht begrüßen. Okay, das hier ist ein Schacht. Ich dachte, das wäre auch solch ein Schalter. Moment. Okay. Naja, so viel dazu. Einfacher als gedacht. Zack. Was wäre eigentlich, wenn ich da jetzt stehen bleiben würde? Würde ich zerquetscht werden? Aber es ist doch sehr angenehm. Ja, das wäre durchaus möglich. Ist aber sehr angenehm, dass hier diesmal nicht so viele Gegner sind. Da hat man mal ein bisschen seine Ruhe. Ja. Was ist das denn da? Okay. Irgendetwas. Ah ja, ich verstehe. Was ist denn mit dir los? Junge. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir dich darüber schieben. Seht ihr? Schnell durchschaut. Are you all right? Are the hallucinations getting stronger? You have to be careful. You may start to see enemies who aren't even there. And if your mind thinks you've been shot, your body will believe it. Okay, das sind dann offenbar die drei Halluzinationen, die wir hier erledigen müssen innerhalb von 15 Sekunden. Jeder Vorteil hat auch seinen Nachteil. Und da wissen wir auch, was so ein Lärm macht. Uiuiui. Those tracks.
tracks will kill you, and so will the train. There's a reason no one but us ever uses these tunnels. Ach. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre ein Schacht. Das scheint der Schacht zu sein. So, jetzt hier. Und dahin. Und rein. Sehr schön. Oh oh. Da war ich zu laut. Und wir haben natürlich noch nicht unser Schwert. Aber es sind glücklicherweise die normalen Soldaten hier. Dich kriegen wir hier nicht. Nee, da werden wir noch mit warten. Ich möchte gerne dich hier eher weglocken. Und nicht zu mir hinlocken. Ah, sieh an, da können wir auch so rum. Diesmal wird geschlichen und nicht gerannt. Wird es uns zum Verhängnis? Nein. Hier ist noch ein Stück Dunkelheit. Schlösserknacken steht wieder an. Es wäre cool, wenn die Bahn hier meine Renngeräusche kurzzeitig überdecken würde. Ja, so viel dazu. Sonst hältst du dich doch immer fest. Und bilde ich mir das gerade ein oder machen wir übermäßig viele Geräusche beim Rennen? Sonst waren wir da doch etwas leiser. Guck an, da ist auch etwas. Werden wir da oben erwischt? Das ist die Frage. Nein. Gut. Hier brauchen wir Licht. Dann werden wir wohl erst nach links müssen. Rein mit dir. Och nein, och nein. Verdammt, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Das ist echt beschissen. Ich wäre gerne hinter dir. Hinter dir. Komm ich da hin? Komm ich da hin? Wollen wir es hoffen? Oh, das gibt's doch nicht! Wie kann er mich denn da entdecken? So ein Mist. Bevor wir weiter gehen, du brauchst Waffen. Old Tyra hat immer genug auf der Hand auf dem Top der Watchtower. Scheiße! Scheiße. Wo ist denn jetzt dieser Stalker hier? Und warum bricht hier gerade die Framerate so krass ein?
Old Tyra always kept plenty on hand at the top of the watchtower. Ja, im Wachturm. Wo ist der denn? Oder haben wir aber schon einiges an Distanz zurückgelegt? Ich krieg halt nicht angezeigt, wo der ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hol die Ninja-Ausrüstung zurück. Bin ich dabei? Habe ich vor. Ah, guck an, da oben steht er. Warum er vorhin runtergekommen ist, würde mich wundern. Okay, bringt mir jetzt auch nicht sehr viel, hier oben zu sein. Tja. Es ist echt mies, wenn man keine Waffe hat. Na komm. Da scheint... Ach, guck an, da ist ein Durchgang. Da sind sogar mehrere Durchgänge. Die Wolken sind ja interessant gemacht. Das sind wohl die Schwaden vom zu vielen Inhalieren. Oder in diesem Fall Tätowieren. Okay. Du gehst hoch. Hier haben wir noch irgendwas unten. Dich können wir natürlich nicht erledigen. Obwohl. Erwische ich dich damit? Nein, erwische ich nicht. Du machst jetzt dein Licht an, nicht wahr? Das hat sich ja richtig gelohnt. Da ist nix. Ja, frage ich mich auch. Are you serious? Nein, ich bin Snape. Okay, so viel dazu. Sag mal, macht das hier gerade übermäßig viel Lärm? Tatsächlich. Okay, da haben wir ein Hindernis. Macht nicht sehr viel Sinn, das. Moment. Ich denke, es macht schon Sinn. Können wir die denn schieben? Nein, können wir nicht. Okay. Vielleicht kann man das noch als Deckung benutzen. So, und dich kann ich da hochziehen. Aber was soll mir das bringen? Machen wir das doch einfach mal. Ah, aha, aha, aha. Okay. Jetzt machst du hier wieder scheiß viel Lärm, nicht wahr? Natürlich. Na komm hoch. Ein Blick auf die Karte verrät uns nix. Habe ich gerade nicht so ganz. Steht ein wenig auf dem Schlauch? Oder übersehe ich da jetzt irgendwas?
beiden Seiten ist zu. Ich muss da rein, das scheint mir meine Ausrüstung zu sein. So wie das dort präsentiert wird. Die Frage ist nur, wie soll das funktionieren? Dann ziehen wir dich da hoch und versuchen mal da hoch zu klettern. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich meine, irgendwas muss es uns doch bringen. Ich habe echt meine Zweifel. Oder ist da oben ein Durchgang? Da ist doch kein Durchgang, da komme ich doch nicht durch. Oder komme ich hier so rum rein? Ja? Ist mir nicht ganz ersichtlich. Dann teleportieren wir uns diesmal auf dich drauf. Fuck! Da bin ich aus Versehen gesprungen. Das war nicht meine Intention. Okay. Dann also noch einmal. So, hier rüber. Und hoch. Diesmal ziehen wir dich ganz hoch, damit wir nicht wieder Gefahr laufen, getroffen zu werden. Hä? Hätte ich dich jetzt nicht hochziehen müssen? Ich hätte dich... Ich belasse es dabei. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. So, jetzt hier. Nein, nicht rein, Mann. So, jetzt. Aber. Good old Tyler. Even in death, you never let us down. Bleib unentdeckt, bis du deine Ausrüstung zurückgeholt hast. Wunderbar. Now we must find Azai, before they find us. Ja, bin ich dabei. 11 Punkte haben wir jetzt und immer noch nicht alles freigeschaltet. Oh, was ist das denn? Fallschirmstoff. Drücke und halte V im Fallen oder im Sprung, um eine Landung abzubremsen. Ja, das nehme ich auf jeden Fall. Dann haben wir die hier. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ein einzigartiges, geräuschloses Töten ist aus der Schachtel aus möglich. Das hört sich auch gut an. Zahlzünder, Leuchtfackeln in der Ferne gezündet werden. Okay, das brauchen wir nicht. Das hört sich auch gut an. Dann hätten wir immer noch 3 Punkte übrig. Was ist das denn? Töte geräuschlos und schnell. Jeden außer Gefecht gesetzten Feind durchdrücken von linker Maustaste. Vielleicht das nächste Mal. Haben wir eine neue Maske? Wir haben eine neue Maske. Pfad des Ninja. Die traditionelle... Ne, Moment. Hier. Pfad der Markierung. Du kannst die Markierung der Abgeklärtheit verwenden, musst dann aber alle Ablenkungsgegenstände zurücklassen. Das ist echt... Also das ist echt happig. Hier wird einem nichts geschenkt. Das ist die mit dem Töten und du bist... Genau, die ganz leise. Die hat mir nichts gebracht. Ich habe da nebenbei gar keine Maske auf, aber okay. Ich bin ja sehr großer Fan von der Maske hier. Da können wir aber auch keine Kiste verwenden. Was warst du nochmal? Eine versteckte Rüstung bietet dir zusätzlichen Schutz, lässt dich deine Gegner schneller ausschalten und geräuschloses Töten stellt deine Gesundheit wieder her. Frosieren hält dann aber nicht mehr die Zeit an.
Und da haben wir noch diese Krähenfüße und Skarabäen. Ich möchte ja echt gerne diese Kiste ausprobieren. Also haben wir die hier zur Auswahl. Die hier zur Auswahl. Da haben wir nichts. Und hier haben wir, naja, das wäre ja ein Schuss nach hinten. Dann nehmen wir wieder hier die der Stille. Abgeklärt sind wir schon genug. Hier nehmen wir die Kiste. Und dann die Rauchbomben. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen Leute erledigen können. Drei Halluzinationen in weniger als 15 Sekunden. Das trifft sich. Nee, das trifft sich überhaupt gar nicht. Ich habe ja nicht die Maske fürs geräuschlose Töten. Naja, gut. Aber was ich nebenbei meinte mit dem mehr Lärm machen beim Rumrennen, da meine ich natürlich nicht, dass uns diese Maske hier jetzt geräuschlos macht, sondern mehr die Fähigkeit, sich leiser fortzubewegen, die wir da erlernt hatten. Ich meinte, da macht man weniger Geräusche. So, jetzt muss ich natürlich wissen, wie diese Halluzinationen aussehen. Holen wir uns erst den anderen. Wir brauchen dringend Punkte. Ich weiß, man kann die auch umgehen, dann kriegt. Was ist denn? Ach so, ja, wir können ja wieder gar nicht töten. Ach, so ein Mist. Dafür haben wir jetzt ja nur einen Kartonschachtel. Ist es euer Ernst? Ich hätte mit mehr gerechnet. Hey, ihr seid lustig. Jetzt habe ich hier meine Abgeklärtheit abgegeben. Für eine Kartonschachtel. Für eine Kartonschachtel. Da hätte ich doch lieber eine andere Maske wählen sollen. Naja gut. Herausforderungen. Herausforderungen, sage ich da nur. Komm. Was bewirkst du? Okay. Ja, die sehen mich doch so oder so. So haben wir doch nichts. Verzählen gleich zwei. Ja, natürlich. Oh ne, müssen wir wieder hier lang. Sehr schön. Ja, und dann würde ich hier auch schon den nächsten Cut machen. Wir sehen, da erwartet uns noch einiges. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, wie üblich, nicht wahr? Und bedanke mich auch dafür. Möchte mich dafür entschuldigen, dass, falls ich mich hier jetzt ein bisschen dämlich angestellt habe, wie gesagt, ich bin etwas erkältet, aber das Projekt muss halt weiter voranschreiten. Naja, bis zur nächsten Folge.